Der Trafo ist natürlich kein idealer Trafo, kein idealer Übertrager, der nur Spannung mit seinem Übertragungsfaktor im Verhältnis der Windungen zwischen Primär- und Sekundärseite transformiert, sondern da gibt es auch Verluste und dementsprechend auch ein etwas komplexeres Ersatzschaltbild. Nun, was haben wir für Verluste? Das ist schon zum einen natürlich die Wicklungen. Die sind aus Kupferdraht. Und damit haben wir hier Widerstandsverluste. Im Kupfer. So, dann haben wir natürlich irgendwelche Magnetisierungsprozesse hier. Magnetisierungsvorgänge. Im Eisenkern. Nun ist es so, wenn man da einen Strom an die Wicklungen legt, dann wird ein magnetisches Feld mit der Feldstärke H erzeugt, was zu einer magnetischen Flussdichte, letztlich ja zu einem Fluss führt. Nun, und der Sinn im Eisen ist, dass zunächst mal hier das sehr stark ansteigt und dann fällt das irgendwann ab und es geht in die Sättigung. Und dieses Ding hier, diese Kurve, Magnetisierungskurve, die gibt es nur einmal, nämlich wenn das Material neu ist. Deswegen heißt sie auch die Neukurve. Wenn wir der einmal hochgelaufen sind und dann in der nächsten Halbwelle wieder runter, dann laufen wir leider nicht auf der gleichen Welle, auf der gleichen Linie wieder runter, sondern etwas später, etwas verzögert dazu. In die andere Richtung mit der negativen Halbwelle und dasselbe nochmal. So, dummerweise spannt sich hier eine Fläche auf und diese Fläche sind die Verluste, die einfach daher rühren, dass im Magnet, im Material die Dipole ausgerichtet werden und wenn sie ummagnetisieren, dann müssen die in die andere Richtung ausgerichtet werden. Wenn wir hier noch Nord und Süd haben, müssen wir dann nach der Ummagnetisierung Nord hier haben und Süd da. Die Dinger müssen also umklappen. Das ist zwar eine kleine Fritzchenvorstellung, aber so kann man es sich vorstellen. Führt dazu, dass es Reibungsverluste gibt und dementsprechend auch Verluste vorliegen. In C haben wir Wirbelstromverluste. Nun, was passiert, wenn wir den Eisenkernquerschnitt nehmen? Dann sieht er vielleicht so aus und wir durchsetzen das ganze Ding mit Magnetfeld. Die kommen jetzt auf uns zu und hier liegt der Fluss Phi vor. Nehmen wir an, dass Phi steigt. Nun, dann gibt es die Lenzsche Regel. Und die besagt, dass ein Strom induziert wird, der so gerichtet ist, dass sein Feld der Änderung, damit ist diese Änderung hier gemeint, dass Phi steigt, entgegenwirkt. Nun, was heißt das im Detail? Nun, das heißt, es wird hier einen Strom geben, irgendwie. Machen wir mal zwei hin. Ah, ich habe die Richtung schon angekreuzt. Da wird es nämlich ein Fluss geben, der nach unten gerichtet ist. So, der ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir hier diesen Wirbelstrom haben. Nun, das ist ein Strom, der fließt nicht nur einfach im Kreis und macht ein Magnetfeld, sondern der hat auch Verluste. Und der heizt damit den Eisenkern auf.
Das wollen wir nicht. Man kann das in anderen Dingen verwenden. Wenn man zum Beispiel Wasser kochen möchte, nimmt man Induktionsherd, da nutzt man genau dieses aus. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Ne? Sondern wir wollen ja, dass diese Verluste eben nicht da sind. Nun, welche Lösung gibt es dazu? Gibt es nämlich eine. Geblechten. Man nimmt einen geblechten Kern. Das heißt, man hat nur kleine, schmale Bleche, die gegeneinander, das ist wichtig, isoliert sind. Die muss natürlich dünn sein, die Isolierung, weil ansonsten würde es natürlich auf, auf den Eisenkern gehen. Also hier fügt man einfach solche Bleche ein. Isolation. Und zerstört damit diese Stromschleifen, diese Stromwirbel. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch Streuverluste. Das sind keine wirklichen Verluste. Sondern das liegt einfach daran, dass wir hier den Eisenkern haben. Und da sind natürlich unsere Spulen drauf gewickelt. So, und dann führt das natürlich zu diesem Feld. Wir brauchen also erst einmal überhaupt Feld, um das den Eisenkern zu magnetisieren. Um Kern zu magnetisieren. Aber dann haben wir auch solche Dinge hier. Da, nämlich Flusslinien, Felden hier auch, Feldlinien, die nur durch eine Spule gehen. Die ist hier wirkungslos. Weil sie nämlich keinen Fluss in der anderen erzeugt. So, und daraus ergeben sich Streu, man nennt sie auch Verluste. Obwohl es keine Verluste im ohmschen Sinne sind. Okay, so, wie kann man das Ganze jetzt betiteln und wie kann man da zu Elementen kommen? Nun, das hier sind sicherlich irgendwelche Widerstände, die sind R1 und R2 genannt. Ummagnetisierungsvorgänge im Eisen und die Wirbelstromverluste, die kann man nicht wirklich trennen, das sind irgendwelche Eisenverluste. Die Streuverluste hier, die Ummagnetisierung im Kern, auch Lμ oder falsch Lh genannt, also eine Induktivität, eine Hauptinduktivität. Und hier haben wir Streuverluste, die ich Lσ1 und Lσ2 nenne. So kommen wir dann auch zum Ersatzschaltbild. Und das baut sich natürlich auf, indem man zunächst mal die Kupferverluste nimmt und dann hat man die der einen Spule zugeordneten Streuverluste, also meinetwegen R1 und Lσ1. Dasselbe hat man auch auf der anderen Seite, Lσ2, R2. So, und dann passiert noch was dazwischen, nämlich die Eisenverluste, die man hat. Und die Hauptinduktivität Lh, was ich jetzt noch nicht eingefügt habe, ist der ideale Übertrager mit Ü1, der dann die beiden Seiten miteinander verbindet. Hier haben wir die Klemmen, die Impedanz Z2, der Strom I2, die Spannung U2.
U1, I1 und dann hier noch die Eisen, den Eisenverluststrom und hier den Ummagnetisierungsstrom I μ. Ich schreibe mal ideal hin, was wir hier idealerweise haben wollen und wie wir zu einem idealen Trafo kommen. Das kommt nämlich vielleicht zu ganz komischen Effekten. Wir wollen natürlich haben, dass wir keine Streuung haben und keine ohmschen Verluste. Und das auf beiden Seiten nicht. Wir wollen auch keine Verluste hier im Eisen haben. Das heißt, der Widerstand muss unendlich groß sein. Und das verwirrt die allermeisten. Natürlich muss auch die Induktivität hier unendlich sein, wenn wir wollen, dass der Magnetisierungsstrom 0 wird und der Eisenverluststrom auch 0 wird. So, es kann also hier rechnerisch, das ist hier nur ein rechnerisches Modell, eine sehr, sehr große Induktivität rauskommen, von der man glauben würde, nee, die braucht man so nicht oder die gibt es so nicht. Doch, kann sein, idealerweise wäre sie ja ideal, wäre sie ja unendlich groß. IFE, auch der Eisenverluststrom. Und IMÜ, der Magnetisierungsstrom. Zusammen IH, der übrigens auch 0 sein soll, der Strom in der Hauptimpedanz. Nun, der Übertrager stört bei der Rechnung. Und den brauchen wir auch nicht wirklich, sondern wir müssen jetzt zusehen, dass wir alles das, was wir auf der Primärseite, auf der Sekundärseite haben, auf die Primärseite rüber transformieren. Wie das geht, haben wir schon gelernt, nämlich mit dem Ü². Man hat also hier die bekannten Dinge, die sich auch überhaupt nicht ändern hier. Mit den Strömen, die sich auch nicht geändert haben. Und dann aber die transformierten Größen L Sigma 2 Strich R2 Strich Z2 Strich da dran U2 Strich und I2 Strich. Nun, was ist passiert? Das Ganze ist nämlich über Ü transformiert worden, also mit Ü Quadrat, Z2, das auch. Also einfach nach oben transformiert worden. Der ist auch übersetzt worden. Und der hier ist auch transformiert worden. Damit liegt das komplette Ersatzschaltbild vor, und zwar nur oft transformiert auf die Primärseite. Man kann das natürlich auch auf die andere Seite transformieren, das zeige ich jetzt hier aber nicht.